Gute und herzlich willkommen hier mal zu einem Video, nachdem ich hier eine Woche lang die Clankriegsliga live gestreamt habe. Wird jetzt auch mal unbedingt Zeit für ein Video. Und zwar wollte ich euch heute mal unsere Clankriegsbelohnungen erklären, wie das ganze System da funktioniert. Ich glaube, da wurde noch fast gar nicht drüber berichtet. Was es so zu gewinnen gibt, wie man das richtig einlösen kann und was man sich vor allem davon kaufen kann, von den Medaillen in der Clankriegsliga. Im Hintergrund sehen wir einfach nur nochmal ein paar Angriffe hier von der lieben Marmelade, die übrigens auch nicht nur mit mir den ein oder anderen Livestream kommentiert hat, sondern hier auch, ihr werdet es gleich sehen, in der Clankriegsliga die maximale Anzahl an Sterne geholt hat. Das heißt, der gute Boy hat hier mit den sieben Spieltagen 21 Sterne geholt. Also auf jeden Fall insane. Hat immer 9v9 angegriffen. Ich glaube sogar einmal hat er 9,5er angegriffen. Das lief hier wunderbar. Das wäre jetzt hier der erste Streich von ihm. Und sehr schön mit der Queen Walk zum Schluss. Und dann gehen wir auch mal direkt hier zu der Belohnung. Und zwar sieht man, dass ich hier bereits 204 Medaillen erhalten habe. Und jetzt kann ich noch für den Clan immer Bonus verteilen. Ich habe das hier mehr oder weniger schon mit dem Clan abgesprochen. Ich werde hier für Roter Drache welche geben, für Marmelade. Das ist hier sein zweit oder sein dritter Account. Darum haben wir da gesagt, dass er keine bekommt. Mir gebe ich natürlich, natürlich gebe ich mir die zusätzlichen Medaillen. Ich meine, als ob ich darauf verzichten würde. So, Gold D-Watcher oder Gold Watcher 2, seht ihr auch, ist ein zweiter Account, genauso wie der Account von dem lieben Paul. Das heißt, als nächstes haben wir hier Egal, dann haben wir Nico, Rage, Chrissy, Thanatos und Boss. Und dann haben wir hier noch einen Rathaus 8 Account, ein 9er, der leider nicht mehr so aktiv ist.